Gut, dass die SGS Essen so viele klasse Keeperinnen hat. Da Kim Sindermann und Stina Johannes verletzt fehlen, darf sich jetzt Neuzugang Lisa Klostermann erstmals auszeichnen. Essen als Tabellenvierter in Weiß, zunächst von rechts nach links. Die beherrschende Mannschaft in dieser Anfangsphase. Ostermeier auf Petzelberger. Und da kommt Torit Knack. Sensationelles Tor von der deutschen Nationalstürmerin. Torit Knack, ihr zweiter Saisontreffer. Perfekte Ablage von Petzelberger und aus gut 25 Metern keine Chance für Brian Hebelin. Unter der Woche das Pokal aus im Viertelfinale für Frankfurt gegen die Bayern. Mussten sich ein bisschen sammeln, auch Grunen fehlte im Mittelfeld, deswegen kaum Struktur, aber dann die Chance für Aschauer. Und wir halten von der Debütantin Lisa Klostermann, übrigens die Schwester von Lukas Klostermann von RB Leipzig, sie hier bei der ersten richtigen Probe auf dem Posten. Auf der anderen Seite Schüller, Knack, Ball wird gefährlich und Petzelberger ist zur Stelle. 32 Minuten gespielt, Ramona Petzelberger veredelt diese Hereingabe von Lea Schiller. Die kriegt den Ball noch vor der Torauslinie rum, Knack verlängert. Kleinherne und Brian Hebelin sind sich uneins und der Ball ist im Kasten und es sollte noch dicker kommen für Frankfurt. Rote Karte nämlich für die Torfrau, die ja bis dato jede Minute in der Saison auf dem Platz gestanden hatte. Jetzt muss sie unfreiwillig früher runter. Hebelin nach technisch feiner Aktion von Schiller unsauber und deshalb runter. Sie vertrat im Kasten Kara Bösel bei ihrer Saisonpremiere. Unter der Woche wurde ja bekannt, Linda Dallmann verlässt Essen Richtung München. Trotzdem, Daniel Kraus konnte mit der Offensive der Essenerinnen bis dato zufrieden sein. Und andere treffen ja auch sehr, sehr gut. Beispielsweise Torit Knack mit ihrem zweiten Tor in diesem Spiel. 49. Minute, davor hatte sie in 15 Saisonspielen einmal getroffen. Und jetzt hier am 16. Spieltag mit ihren Treffern 2. Und 3. Die endgültige Entscheidung. Denkste, Hegering, Brüggemann. Und da ist Reuteler. Nur noch 1:3. Die Frankfurterin nimmt dieses Geschenk an. Eigentlich nicht gefährlich. Hegering, super Spiel gemacht. Hier allerdings mal mit einem kleinen Aussetzer. Bringt da Brüggemann in Bedrängnis. Und toller Abschluss da ins lange Eck. Erstes Gegentor für die Essener Keeperin. Und wieder Hoffnung für Frankfurt rund um Trainer Nico Arnautis, und die keimte so richtig auf nach dieser Szene. Klostermann sieht den Ball aber nicht, die Gegenspielerin räumt die ab und deswegen gab es Elfmeter für Frankfurt. Die Chance jetzt zu verkürzen. Priesen, nur noch 3:2. Und das alles in Unterzahl. Frankfurt mit toller Moral. Direkter Gegenzug. Auf der anderen Seite gab es allerdings dann auch den Elfer, den Pfiff für Essen. Anjomi mit der Chance auf ihr erstes Saisontor, gehalten von Bösel und dann ist er doch drin. 4:2 in der 84. Das muss es doch jetzt gewesen sein. Die Entscheidung für Essen Anjomi, gut gespielt und hier auch mit ihrem ersten Saisontor. Dann sind wir schon in der Nachspielzeit. Aschauer auf die eingewechselte Shikira Martinez mit dem Tunnel gegen Klostermann und dem 4:3. Unglaublich, nochmal alles möglich nach dem Treffer von der Junioren-Nationalstürmerin Shikira Martinez. Es kam zur 93. Minute und der allerletzten Chance für Frankfurt. Das ist Kleinherne. Kleinherne mit der Chance, erstmal geklärt. Aber die Szene ist noch nicht vorbei. Kleinherne vorbei und ans Außennetz. Fast noch hier mit dem Unentschieden. So bleibt es beim 4:3. Lisa Klostermann trotz dreier Gegentore glücklich beim Debüt über den Sieg. Ein sensationelles Spiel endet nach 7 Toren, 2 Elfmetern und einer roten. 4:3 für Essen.